I'm here at the Life Ball in Vienna, and tonight is a huge party to raise awareness and money for people suffering all over the world with AIDS. Come and join me for that glamorous night. Jedes Jahr versammeln sich Menschen aller Gesellschaftsschichten in einer Nacht voll Solidarität. Move closer now. Seit jeher lautet das Ziel des Lifeball: Fighting AIDS and Celebrating and Life. Live your fantasies. Fantasie ist dabei die Essenz des Lifeball, um seine lebensbejahende Botschaft in die Welt hinauszutragen. Break the boundaries of conventions. Eine unkonventionelle Interpretation der Wiener Balltradition. Das ist der Lifeball. And party till you reach brand new dimensions. Neue Dimensionen, um den Anliegen der internationalen AIDS-Community Gehör zu verschaffen und für Toleranz einzutreten. Seit 1993 organisiert der Verein AIDS Live jährlich den Liveball in und vor Wiens historischem Rathaus. Über die Jahre haben tausende Helfer und Professionisten unendlich viel Herzblut, Zeit und Know-how investiert und sich ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache gestellt. Namhafte Künstler und Persönlichkeiten aus der ganzen Welt unterstützen den Liveball von Beginn an. Mit großem Enthusiasmus und ohne Gage. Sie setzen damit ihr ganz persönliches Statement der Solidarität mit Betroffenen von HIV und AIDS, leihen diesen eine Stimme, die gehört wird, und tragen maßgeblich zum Fundraising-Erfolg der Veranstaltung bei. AIDS Live, der Verein hinter dem Liveball, wurde 1992 von Dr. Torgon Petrosian und Gary Kessler mit dem Ziel gegründet, die Öffentlichkeit für die Themen HIV und AIDS zu sensibilisieren und möglichst hohe finanzielle Mittel zu generieren. Für Hilfsprojekte in Österreich sowie in den am schlimmsten von der AIDS-Epidemie betroffenen Regionen der Welt. Seit mehr als 30 Jahren kämpft die Welt gegen HIV und AIDS. Breiterer Zugang zu Medikamenten, verstärkte Investitionen in Prävention und Forschung sowie die Bereitschaft zum gemeinsamen Agieren geben in den letzten Jahren erstmals Hoffnung, diesen Kampf zu gewinnen. You have a choice of what you do with your life. You have a choice that you address this illness with awareness and with intelligence and with compassion. Die von AIDS Live unterstützten Projekte dienen der Direkthilfe betroffener Menschen sowie der Verhinderung neuer HIV-Infektionen. Neben der österreichischen AIDS-Hilfe zählen internationale Organisationen wie AMFAR, die Clinton Foundation, UNAIDS, die Elton John AIDS Foundation oder MTV Staying Alive Foundation zu den wichtigsten Partnern des Vereins. Der Liveball zählt mittlerweile zu den größten privaten Geldgebern im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit weltweit. Seit 2005 ist die Verleihung des Crystal of Hope Award, donated by Swarovski durch eine prominente Persönlichkeit, der emotionale Höhepunkt der Liveball-Eröffnungszeremonie. Der hochdotierte Award ehrt noch wenig bekannte, aber besonders innovative Projekte im Kampf gegen AIDS und rückt diese in den Blickpunkt der medialen Öffentlichkeit. I have been asked by the Liveball to give their Crystal of Hope Award on behalf of all of the staff who work in our HIV/AIDS work around the world, more than 600 of them all over the globe. They work in Muslim countries, they work in Christian countries, they work with Jews and Buddhists and Hindus and people without religious traditions. They work across all cultures. They prove that our common humanity is more important than our interesting differences. That is the single most important lesson of the 21st century, and you are living it by helping tonight. Finaler Höhepunkt der Liveball-Eröffnung ist traditionell die Modeschau. Gestaltet von Designern mit internationalem Renommee, Topmodels und Stylisten aus der ganzen Welt sowie einem erfahrenen Backstage-Team. Auch sie alle engagieren sich ehrenamtlich für den guten Zweck. Als weltweit erste AIDS-Charity fand der Liveball in einem politischen Gebäude statt, dem Wiener Rathaus. Bei seiner Premiere 1993 war er als einmaliger Event gedacht. Aufgrund des großen Erfolges entschloss sich Gary Kessler, den Liveball jährlich zu veranstalten. Schon bald wurde der Liveball offiziell. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur mischten sich unter das Partyvolk. So avancierte der Liveball zu einer kreativen Marketingplattform für innovative österreichische als auch internationale Unternehmen. Im neuen Millennium angekommen, setzte der Liveball einen neuen Meilenstein. Zum ersten Mal fand die Eröffnung des Balls am Wiener Rathausplatz statt. Die Open-Air-Bühne ermöglicht es seitdem zehntausenden Zuschauern, die zweistündige Show live und kostenlos mitzuerleben.
darunter alljährlich rund 500 nationale und internationale Medienvertreter, die mit ihrer Berichterstattung maßgeblich zur Bewusstseinsbildung rund um das Thema AIDS in der Gesellschaft beitragen. 2003 ermöglichten Live-Einstiege beim Eurovision Song Contest 300 Millionen Menschen einen Eindruck vom Abend zu bekommen. . 2007 wurde der Liveball erstmals live und zur Primetime im österreichischen Rundfunk übertragen. Im selben Jahr war Präsident Clinton zum ersten Mal zu Gast. Seitdem unterstützt AIDS Live Jahr für Jahr die Arbeit der Bill, Hillary und Chelsea Clinton Foundation. Diese widmet sich innovativen Präventionsprogrammen sowie der Eindämmung der Mutter-Kind-Übertragung des HIV-Virus. Darüber hinaus setzt sich Bill Clinton an vorderster Front dafür ein, lebensrettende Medikamente und HIV-Tests auch in Entwicklungsländern leistbar zu machen. . 2012 feierte der Liveball sein 20. Jubiläum. Eine Retrospektive unter der Ägide der Vogue Italia präsentierte die legendärsten Looks aus zwei Jahrzehnten Liveball Fashion History. Seit 2013 wird die Liveball-Eröffnung live im Internet übertragen und damit Zusehern weltweit zugänglich gemacht. Die Liveball-Fashion-Shows zeigen sich unkonventionell und versuchen, das jährlich wechselnde Motto der Ballnacht aufzugreifen. Im Gegensatz zu einem traditionellen Defilé integrieren die Designer Persönlichkeiten aus aller Welt sowie Tänzer und Music Acts in ihre Shows, um die mediale Aufmerksamkeit weiter zu steigern und diese so auch auf die Projekte des Liveball zu lenken und deren weitere Finanzierung sicherzustellen. Etwa des Treat Asia-Programms der MFA. Ein Netzwerk medizinischer Einrichtungen in Südostasien zur Behandlung von Menschen mit HIV und AIDS. Nach der Eröffnungsshow lädt der Liveball die rund 4000 Ticketinhaber ins Innere des Wiener Rathauses. Die visuelle Opulenz der lebensfrohen Ballnacht ist dabei Markenzeichen und Instrument zugleich, um Aufmerksamkeit zu schaffen für die Botschaft des Liveball. Die im Vorfeld des Liveball produzierte Style Bible zeigt die Looks des jeweiligen Liveball-Themas und ist die wichtigste Inspirationsquelle der Liveball-Gäste. Mit ausgefallenen Kostümkreationen und extravaganten Stylings sind sie die wahren Stars der Nacht. Internationale Music Acts, Performance-Künstler, Tänzer und DJs sorgen in den historischen Sälen des Rathauses für Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden. Unterhaltung, die letztlich in finanziellen Support für AIDS-Projekte umgemünzt wird. Die Säle und Innenhöfe des Rathauses werden opulent dekoriert. Österreichische Theater und Festivals stellen dem Liveball ihre Bühnenbilder kostenlos zur Verfügung. Bis heute genießt der Liveball mit seiner Location, dem Wiener Rathaus, Unterstützung auf höchster politischer Ebene. Eine Ehre und zugleich ein deutliches Statement der Stadt Wien als tolerante und weltoffene Stadt. Rund 300 Unternehmen schließen sich diesem Statement Jahr für Jahr an und tragen mit ihrem Sponsoring maßgeblich zur Umsetzung des Liveball bei. Der unkonventionellsten AIDS-Charity der Welt. Are y'all ready to have a good time? I have to tell you, I've wanted to come to the Liveball for so long, and I'm so honored to be here tonight. And let me tell you, this is the best party I have ever been to. 2010 wurde dem Liveball eine besondere Ehre zuteil. Der Ball wurde als Auftakt der 18. Internationalen AIDS-Konferenz in Wien gewählt. Eine weitere Bestätigung seiner Rolle als internationale Plattform im Kampf gegen AIDS. All of us coming together for such a wonderful cause and celebrating life tonight is the best answer. Because we must live on, we must live strong, and we must save the next generation. They are our hope, they are our dream. The HIV virus is maybe in the blood of 34 million human beings,
but love. Love is in the blood of every single human being. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Africa, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. I can keep holding on to what you've got. Oh, you got it hurt. I believe that with more research, we will find a cure for this disease in our lifetime. So peace, take care of yourselves. Thank you very much for your dignity and the funds that you're creating for us tonight by partying hard. Take care. Der Liveball. Feiern wir das eine, das wir alle gemeinsam haben. Anders zu sein. How can you make a difference? Thank you so much. It's all about the Liveball. We love you.